Ey, was geht und herzlich willkommen zu Warsphere. Ich habe das Game freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen und soll am 15. Februar rauskommen. Ist ein Action-Game, ist ein bisschen Rollenspiel, ist ein bisschen Top-Down. Und Entwickler ist Last Tuesday Games. Und hatte ich schon erzählt, am 15. Februar soll das Ganze veröffentlicht werden. Aktuell nur in Englisch verfügbar. Habe auch schon 2 Stunden in dem Spiel zugebracht, um mich da so ein bisschen reinzufuchsen in die Materie. Und wir starten hier Runs. Ich empfehle euch auf jeden Fall, den Prolog bzw. das Tutorial zu zocken, weil da lernt ihr nämlich einiges über die Mechanik vom Spiel. Und wir starten jetzt einfach einen neuen Run. Ein neuer Run bedeutet, ihr habt hier am Anfang noch gar nichts. Ja, nichts. Nichte und nichte. Hier können wir ein paar Seeds generieren. Dementsprechend sieht die Karte dann auch anders aus. Und hier, ne? Haben wir auch ein bisschen andere Sachen drin. So, ändert sich nicht extrem viel, aber Optik etc. pp. Genau. Und ich drücke jetzt bei Difficulty Daydream einfach auf Start. Ich könnte hier auch noch ein bisschen weitermachen. Ja, bei den meisten steht dann, wir sollen uns ein DLC holen. So, aber wir starten hier einfach mal rein mit unserem kleinen Roboter. Genau, hier haben wir eine Karte. Ja, hier hängt unser Roboter. Hier haben wir eine Karte. Wir können aktuell nur die Forest of Aspiration nehmen und da springen wir auch direkt rein. Begin Assault. Genau, Spielmechanik. Ihr tötet Gegner. Ah, die wollen aber richtig. Geht gleich direkt los mit Action. Und die Gegner lassen zwischendurch Gegenstände fallen. Wie das jetzt. So, wir haben auch ein Magazin. Wenn wir das verbrauchen, dann können wir dementsprechend erstmal. Ohohoho. Können wir dementsprechend erstmal zusehen, dass wir da aufladen. Und einen zweiten Gegenstand. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Flammenwerfer gekriegt. Mit I öffnet ihr das Inventar. So, und jetzt kommt's. Ich habe ja zum Beispiel eine bessere Hülle gekriegt. Hat 110 Höhlenpunkte und einen Modifikator mit plus 10% HP. Schmeißen wir den doch einfach mal rein. Schwuppdiwuppdi. Haben wir ein bisschen mehr Hülle bekommen. Mega nett, mega lecker. Und wir haben eine zweite Waffe, einen Flammenwerfer. Ich selber bin nicht der Flammenwerfer-Spieler. Ist aber teilweise echt lecker. Ja, kommt drauf an, aufs Spiel, wie ihr das lieber mögt. So, genau, mit Eevee, wie gesagt, könnt ihr hier den Roboter ausstatten. Schaltet nachher noch mehr Sachen. Noch nicht alles hier. Und wirklich viel. Die Waffen, die droppen, sind immer ein bisschen anders. Ja, manchmal hat man das Glück, denn diese Standardwaffen findet man dann in 10 verschiedene Variationen gefühlt, weil das immer wieder rerollt oder auch 10-mal dasselbe, je nachdem. Genau, und dann arbeiten wir uns hier über die Karte. Mit E macht ihr den kompletten Neustart vom System. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich euch was anderes zeigen. Nämlich Q ist Repair. So. Und E wäre nämlich das komplett zurück. Genau, und jetzt arbeiten wir uns hier quasi erstmal so ein bisschen über die Karte. Hauen hier schon mal ein paar Gegner weg. Und hier gibt's Dungeons. Uah! Oh, der versteckt. Das war eine Sau. Hier gibt's Dungeons. In diese Dungeons müssen wir zwangsweise rein, weil wir da Keykarten kriegen. Für einen End-Dungeon. Um diese Karte zu schaffen, müssen wir in 2 Dungeons rein. Plus noch einen dritten. So, und da doch hinne. Gott. Sich nicht wegmachen lassen, erklären, ist echt eine Herausforderung. Moin. Genau, müssen Dungeons fertig machen, um dann halt dementsprechend Keykarten zu kriegen und ein End-Dungeon erledigen, damit wir auch noch ein bisschen Leckerchen abgreifen können. Karten sind nicht gerade klein. Mit R könnt ihr zwischendurch immer nochmal nachladen. Mit Q achtet mal hier oben auf den grünen Balken, den Energiebalken. Lack. So. Der lädt jetzt einmal wieder voll. Dafür sind wir wieder voll geheilt. Das kann in einigen Situationen echt hilfreich sein. Au. Was kriegen wir hier für eine Waffe? Nee, eine ASR-Hülle, okay. Gehen wir uns einmal hier hinten in die Ecke, hoffen, dass keiner kommt. Und gucken hier mal rein. Genau, jetzt hier 106, 6% HP-Modifikator. Brauchen wir nicht, ist schlechter, nehmen wir nicht mit. Gibt nachher auch noch leckere Sachen, wie zum Beispiel das, was wir jetzt gerade mit Q gemacht haben, mit dem Reparieren. Da kann man sich hier nachher hinstellen und hat eine permanente Reparatur, dafür aber diese Q-Funktion nicht mehr. Finde ich persönlich immer ganz geil, weil dann verzieht man sich einmal kurz irgendwo in die Ecke und repariert quasi permanent Hülle. Bei Raketen muss man übrigens aufpassen, die haben Splash Damage. Die äumeln einen dann auch mal weg. Ja, gut. Ihr seht, es gibt hier viele verschiedene Gegner.
die wir dann hinten ganz entspannter Manier erstmal wegäubeln dürfen. So, wir hüpfen mal. Oh nein, 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 nein. Oh, ich habe schon wieder E. Wollte F drücken und habe E gedrückt. Danke. Hört nix. So, rein in den Dungeon. Hier müssen wir alle Gegner wegmachen, damit wir auf die nächsten Ebenen kommen. Mit der Leertaste haben wir übrigens einen Dash. So, was haben wir hier Hübsches gekriegt? Noch ein Flammenwerfer. So, dann gucken wir nochmal rein. Jetzt haben wir einmal den Standard-Flammenwerfer. Damage per Second 18,7. Und 25. Wir packen den jetzt einfach mal rein, damit ihr euch das mal angucken. So, dann einmal nach. Macht ein bisschen mehr Schaden, man muss aber halt aufpassen, ne? Oh, Trench Cannon. Die ist auch mal ganz witzig. Zeige ich euch auch direkt. Boom, Shotgun. So, nächste Ebene. Da mal direkt durch. Hat natürlich jetzt nicht die übertriebene Reichweite. Aber lohnt sich schon. Da kann man auf jeden Fall mal machen. Besonders wenn die Gegner in Gruppen auf einen zukommen, macht man natürlich bei den einzelnen Gegnern mehr Schaden. So, ich nehme trotzdem wieder ihn hier. Ben. Und dreht sich auch immer weg, ne? Jetzt wisst ihr, warum ich die Spinnen nicht mag. Aus einer kommen nämlich ein paar mehr raus. Gut, dann hüpfen wir weiter in die nächste Area. Einmal ein bisschen vorhalten, einmal Q drücken. Und was haben wir gekriegt? Instant HRU. So, jetzt kommen wir wieder rein. Repair 80 HP Instant. Cooldown 20 Sekunden. Total Heal per Second haben wir 4. Ne, wir bleiben bei dem hier. Den äumeln wir auch gleich weg. Hier sollten wir eventuell nicht drüber fahren, weil wenn wir hier drüber fahren, ne? Gesehen? Sind Fallen im Boden drin, sind nicht gut. Oh, was liegt da denn noch Hübsches? Noch eine Trenchcanne. Eieieiei. Moin. Moin. Das mit der Murmel hier zu spielen ist auch immer sehr interessant. Was haben wir da? Ein Logpfeil haben wir gekriegt. Sehr schön. Was haben wir da noch eingesammelt? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und HP 100. Ne. Den Bums können wir nachher auch verkaufen. Da kriegen wir eine Währung für. Und später im Shop neue Sachen zu kaufen. Meine Güte. Die wollen auch nicht umkippen. Also sie sind schon hartnäckig. Ne? Also sie sind schon ein bisschen hartnäckig hier. So. Floor clear, einmal Q, dass wir uns hochheilen und weiter auf die nächste Ebene. So, jetzt kommt ein Boss. Und gegen wen spielen wir? Er denn? Oh, das sieht schön. Oh, Digga. Oh, gleich nochmal rauf da. Also ein ganz entspanntes Spiel für zwischendurch, ne? So, knack weg. Danke. Genau, jetzt haben wir Key gekriegt. Flammenwerfer, Trench Cannon und wie gesagt diesen Key. Ich packe den Key einfach mal nach unten rechts. So. Genau, und wenn man jetzt die beiden vergleicht. Der hier hat einen Damage per Second 75,1. Der hat 77,5. Hier haben wir Flammenwerfer 18,7, hier haben wir 25. Also ihr seht, auch in den Raritäten, in den Modifikationen und, alles ein bisschen unterschiedlich. Muss man halt gucken, was man am liebsten hat, wie man sich das Ding selber zurecht spackst hier. So, und dann können wir eigentlich auch schon wieder sagen, tschüss. So, jetzt haben wir den ersten Dungeon fertig, nun müssen wir den zweiten machen. Bis jetzt ist noch keine Waffe dabei gewesen, wo ich gesagt habe, die möchte ich haben.
War der nicht hier oben irgendwo? Da war. Hüpf mal rein. Uiuiui. Jetzt war gleich hart ins Gemüse. Wieder was Neues? Plasma-Tampa. Ich den schon? Weiß ich noch nicht. Aber macht natürlich Einzelschuss. Aber so schon mal gar nicht verkehrt. Oha. Ja, doch. Kann man mal machen. Ja, fürs Zielen und Schießen ganz gut. Arm, weg ist die Nudel. Und ich mach reingelullert da. Und noch eine ARSRS-Höhle. Hier 19%. Her damit. Rechte Maustaste könnt ihr übrigens schnell Equip machen. So, der Floor ist clear. Der Floor ist auch geil, der Floor. Au, da ist ein Laser. Laser sind uncool. Laser sind echt uncool. Laser sind i. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier weg. Boink, weg ist die Schlange. Oh Gott. Einmal auf ins Gefecht, Uiuiuiui. Irgendwo lebt hier noch was. Ach da. Lebt hier noch mehr? Muss ich noch nach oben oder was? Jo. Sehr schön. Oha. Achso, in die Richtung, in die ihr mit der Maus zielt, der dasht hier übrigens auch, ne? Da ist ein bisschen Dashen. So, jetzt kommt's wieder. nett. Ja, ich hab Bock drauf. Oh, so schlecht ist die Waffe jetzt gar nicht. So, Key-Sequenz und nochmal zwei Flammenwerfer hinterher brauchen wir aber nicht, weil wir suchen jetzt den Boss. Die machen wir dann auch mal fix. Das cleared. So, dafür brauchen wir Spezialkey. Und da unten ist die Bosskarte. Seht ihr immer so wunderschön am großen, fetten Totenkopf? Hier erwartet uns dann immer Spielspaß und Spannung. Boing, boing. Abfahrt. Boing. Hoi, wie sehen Sie den nicht, ne? Ja, die haben auf jeden Fall hier mehr Bock. Mach den mal weg, danke. So, Q, einmal hochheilen bitte, danke. Und weiter ins nächste Ding. Gleich wegmachen die Schlangen, gleich wegmachen, damit Mortarpot. Achso, den können wir noch nicht ausrüsten, genau. Das ist eine von den Special Abilities. Da kommen wir denn gleich zu. Noch eine ohne Fahrschein hier, hier nicht. Safe hier drüben irgendwo. Bam, weg. Und bam, weg. Au! Nicht ich, du! So, the floor is clear. Okay, dann gehen wir auf die nächste Etage. Alter Falter.
So, hier können wir natürlich nicht reingucken. Aber wir dashen dann mal direkt durch. Mit dem mal direkt weg. Dann können wir nämlich gleich auf die andere Seite hoch. Selbe ist auch gleich rein dashen. Jo, 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 jo. Oha, oh, oh, oh. Alles klar, Kollege. Die hatten richtig Bock. Acid Thrower. Oh, so ein bisschen Gift wäre natürlich nicht verkehrt, ne? Was ist hier hinter? Kann man hier was einsammeln? Nö. Nix drin. Okay, weiter im Text. So, von hier? Nee. Hier geht's weiter runter. Jetzt kommt's. Jetzt kommt der Endboss. Und er hat Freunde mitgebracht. Die müssen wir ratzfatz hier wegmachen, sonst haben wir gleich ein Problem. So, was gibt es dort Schönes? Der gibt uns nämlich jetzt auch noch ein bisschen Leckerchen. Einmal ein Special Key. Einmal ein Sphere Upgrade. Haben wir hier noch gekriegt, ein Tesla Coil. Und noch eine Hülle. So, die Hülle packen wir direkt mit rein. Und dann gucken wir jetzt erstmal, wo der Special Schrein geblieben ist. Oh, hier müssen wir nochmal rein. Oh, hier sind wir. Shit. Special Dungeon. Eieieiei. Schnell wie möglich die Gegner hier wegmachen. Weil irgendwo läuft ein Timer runter. Da, in der Mitte des Bildschirms. Da haben wir jetzt nochmal zwei Sachen gekriegt. Haben wir da noch hinterher geschmissen gekriegt? Hier haben wir gekriegt eine Plasma Cannon. Und hier, Total Heal per Second. Das meinte ich. Ja, der reagiert. Genau, der regeneriert 6,3 HP in der Sekunde. Den nehmen wir mal mit. Was kann die Plasma Kanone? Die ist lecker, die nehmen wir. So, jetzt öffnen wir hier mit unserem Special Key einmal das Teil. Und da gibt es dann auch nochmal ein bisschen Leckerchen. Und ihr seht, das Inventar ist auch fast dann voll. So, hier haben wir 135 Punkte. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier haben wir nochmal einen Granatenwerfer in Gelb. Nehmen wir natürlich auch mit. So, und mit T verlassen wir dann mal die Karte. So, Space to Continue. So, Kill it confirmed. Wir haben den Medio-Tank erledigt. Sehr schön. Jetzt haben wir hier unten ein kleines Upgrade. Rechte Maustaste. Oh, guck mal, wir haben direkt was freigeschaltet. Und mal was Ungewöhnliches. Weil normalerweise kenne ich das so, dass man hier unten bei den beiden was freischaltet. Hier haben wir, Cracked at High Hellfire Beam that deals 50. Aha. Interessant. Also, ihr seht, auch mal für mich was Neues. Wusste ich jetzt auch nicht. Jetzt müssen wir den ganzen Bums hier verkaufen. Nein, nicht ausrüsten. Muss ich einmal überlegen, wie man das mit dem Verkaufen gemacht hat. Das ging mal, ich wusste es. Ich weiß noch nicht mehr, wie gerade. Ah, hier. STEG gedrückt halten. Dann kann man anfangen, den ganzen Bums hier zu verschachern. Na, dann verkaufen wir erstmal alles soweit, bis auf die letzten Sachen hier unten. So, das können wir auch alles verkaufen. So, die drei lassen wir mal. Railgun, Cannon und den Grenade Launcher. Lassen wir einfach mal. Jetzt könnten wir hier neue Sachen kaufen. Ja, wir könnten uns jetzt hier hinsetzen, ne, im Crafting-Menü. Ich sag immer im Shop. Für mich ist das ein Shop. Ja. Da könnten wir uns jetzt hinsetzen und könnten irgendwelche Sachen kaufen. Hm, hier zum Beispiel könnten wir eine Hülle herstellen, die macht 133 Lebenspunkte. Hier hätten wir dann noch was Besseres, wie wir das, was wir jetzt haben. Passt, siehst du wohl.
So, ansonsten haben wir Plasmakanonen und so weiter und so fort. Nichts Geiles bei. Also, hüpfen wir mal schnell in die nächste Welt. Und ihr seht, die halten auch schon deutlich mehr aus. Ich muss gleich mal in die Steuerung reingucken, wie man die abfeuern konnte. Irgendwie ging das. Settings, einmal Control. So, Attack 1. Attack 2. Und irgendwo konnte man noch hier den Special Move doch machen, oder was? X-Fill ist E, E, F. Hallo? Wieso das nicht? Wird auch in den Controls nicht beschrieben oder ich überlese es gerade. Toggle ACM. Steuerung? Nö. Ihr seht, das ist so ein bisschen auch Learning by Doing für mich. Ich kann auch nicht alles. Ja, also. Hey, dann eben nicht. Macht aber auch nichts. Wir haben ja noch ein paar andere Waffen hier. Oh ja, Und was haben wir noch hübsches? Paddy Railgun. Gut, wir bleiben erstmal bei der Rail. Räumen wir uns hier einmal über die Seite. Die verschließt halt immer Salven, ja? Das muss man halt wissen. Einmal angetippt, Salve raus. Oh, da gab es direkt ein Leckerchen. Was natürlich manchmal praktisch ist, ist, wenn sie hier so Salven hast und Gegner direkt vor dir stehen, ein bisschen mehr abkriegen. Ne? Und bei den Spinnen ist es halt so, ja, je mehr Salven du abschießen kannst, umso besser ist es. Kommt mal an die Fässer, bumm. So, Fässer machen, wie es aussieht, keinen Schaden. Hätten auch deutlich aussieht. Au, und Attentäter gibt's auch. Hier, noch eine Railgun. So, was kann die? 14% Damage, 14% Range. So geil ist die gar nicht. Die? Wir versuchen sie einfach mal. Ah. Kann man mal machen. Oh, was war das? Junge, Scharfschützen hier. Fällt aber gut was aus, du. Enemy Unlock, der Sniper. Ihr seht, neue Einheit gefunden. Nein. Das ist ja gar nicht gut. Au. So, das Gute ist, wir heilen uns ja permanent hoch. Aber wir klatschen hier auf jeden Fall, meine Cannon wieder. Und die andere... die andere reloadet zwar ein bisschen schneller, aber macht weniger Schaden. So, wo haben wir die nächsten Gegner? Da unten sind noch welche. So, tipp um. Danke. Am geilsten ist aber die Musik in der Malung. Ja, so ganz entspannt. Ruhig. Mein Gott. Ein Krokodil. Nervig sind halt auch immer diese Mie. Ja, vorhalten funktioniert, Kollege. Der vergiftet. Ah, das ist ein Dungeon. Hüpfen wir mal rein. Uiuiuiuiuiuiui. Mal gucken, was wir noch so für Waffen freischalten. Normalerweise haben wir auf der rechten Maustaste jetzt auch noch eine Waffe. Ich habe noch nicht rausgefunden, auf welcher Seite, auf welcher Taste die liegt. So, hier mit Tab kann man die Karte öffnen.
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Eieiei. Okay, wechseln wir da mal wieder die Waffe. Muss man halt immer ausprobieren, ja? Die macht zum Beispiel gerade, naja, ein bisschen mehr Schaden zumindest. Aber die wird halt auch ungenauer, ne? Flammenwerfer. Liebste hätte ich den ja, ne? Hier die Grenade Launcher. Der war echt praktisch. Also im Probespiel war der echt super. Aber jetzt haben wir leider was anderes freigeschaltet bekommen. Macht aber nix. Probieren wir es trotzdem über die Karte. Oi, oi. Da. Instant HRU. Genau. Repairs, 100 HP instantly. Wollen wir nicht. Wir wollen lieber Reparatur über Zeit haben. Dann weichen wir doch lieber ein bisschen aus und, ne. Müssen nicht irgendwie auf die Q-Taste drücken, sondern wissen, woran wir sind. ASR. Oh! ASR-Hülle und ein VT Rocket Pod. Danke! Den hätte ich wirklich gerne gehabt, den Rocket Pod. Also wirklich sehr, sehr gerne. Und was macht die? 125. Nö. Irgendwo ist ja noch ein Gegner, oder? Ein Gegner? Ein einziger? Ja, wo bist denn du? Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Oben noch übersehen, oder was? Guck, guck. Ah. Oh. Oh. Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. So, und Boss. Wer kommt? Wer bist du? Und warum so viele? Nö. Boink. Au, 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 au. Weg hier. War einer schon mal weg? Ah, ah, verkackt. Ja, die Leben sind weg. Jetzt können wir entweder Escape zum Verlassen, Enter zum Neustarten. Dann starten wir aber auf der Karte komplett neu. Und zwar mit nix. Und das wollen wir alles nicht. Das heißt, wir wollen jetzt verlassen. Und führen. So, und schwuppdiwuppdi sind wir nämlich komplett raus. Und könnten jetzt mit einem neuen Run hier wieder von vorne beginnen. Wieder randomisen und eventuell Schwierigkeitsgrad verändern. Oder. Gut, aber ich würde sagen, das reicht dann auch, um euch das Game mal ein bisschen zu zeigen. Map-Editor haben sie auch noch mit drin. Hier, da kann man sich eigene Karten erstellen. Konnte ich noch nie. Und Place Beyond Archiv. Hier gibt es wohl verschiedene Roboter, die sich wohl irgendjemand mal zusammengespackst hat, die man sich dann angucken kann. Oder irgendwelche Vorlagen, wie man bauen kann oder so. Gut, aber ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben geben. Falls noch nicht geschehen, gerne den Kanal abonnieren, dass wir dieses Jahr eventuell mal die 1000 Abonnenten knacken. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Haut rein, macht's gut und tschüss.